Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wing Commander 1, Teil 1. The Secret Mission, Teil 1. Irgendwie bin ich ein bisschen durch. Egal. Liegt wahrscheinlich am Wetter, wie auch immer. Ja, wir sind, glaube ich, in einem neuen System angelangt und wollen gleich mal die erste Mission da drin machen. Schauen wir es uns doch gleich mal an. Irgendwo im Kilrathi Open Space. Okay. Also eine Aufklärungsmission. Ich glaube, das trifft's am besten. Wir dürfen mal wieder mit Paladin fliegen. Sehr schön. Das durften wir schon lange nicht mehr. Okay, hängt das Spiel gerade? Ja, irgendwie hat's gehangen. Keine Ahnung warum. Aber man konnte noch, indem man auf Abbruch gedrückt hat, weiterkommen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Okay. Dann lasst uns mal nach Naft 1 fliegen. Gegner? Sehr schön. Drei Schiffe, wenn ich es richtig sehe. Okay, einen haben wir durchs Rammen erledigt. Nicht unbedingt die beste Art und Weise, Schiffe zu zerstören, aber ja, gut. Hat hier geklappt, wie auch immer. Okay, der hat gesessen. Die gehen gerade mal wieder kaputt, ohne Ende. So, war das jetzt schon auf 1? Nee, wir sind relativ nah bei NAV 1, aber geschafft haben wir es noch nicht.
Objektschiff Reach. Dann geht's weiter nach NAV 2. Sehr schön. Okay. Angriff. Ah, hier haben wir schon etwas mehr Gegner, wie es aussieht. Okay, einer weniger. Ja, ist dann auch der große, wahrscheinlich der Zerfallsee, von wo schon angesagt worden ist. Der ist noch da. Hat sich noch nicht verzogen, das ist gut. Ich würde ja sagen, wir machen erstmal die ganzen Jäger hier. Oh, ich glaube, Paladin hat ja ganz schön zugesetzt schon, kann das sein? Paladin, was machst du da? Okay. Es ist eine Ralari, okay? Gar keine Dings. Dann zerstören wir den auch noch. Ziemlich angeschlagen und ja, geht auch wieder auf Paladins Kappe, passt aber so. NAV 2 ist auch relativ in der Nähe, da fliegt man doch gleich mal hin, da braucht man keinen Autopilot mehr, sind wir wahrscheinlich eh zu nah. So, und dann geht's zu NAV 3 und da soll das unbekannte Schiff wahrscheinlich dann jetzt sein, schätze ich mal. Okay, und jetzt sollen wir wieder zur Tiger Score zurück. Wir waren aber jetzt... Aber wir waren jetzt noch nicht beim NAV 3. Ich sehe jetzt auch das andere Schiff nicht. Okay. Den Hammer. Das blaue hier, das ist ja... Ja, das ist Dings. War da jetzt ein Schiff schon im Dings? Haben wir die Mission jetzt geschafft, weil wir jetzt da in NAV 3 jetzt schon... Also, weil wir gewesen sind und haben wir das Schiff gesehen gehabt, dass da so Ding war? Also... Wenn es da gewesen ist, ist es jetzt auf jeden Fall schon wieder weg. Naja.
wird schon seine Richtigkeit haben, denke ich mal. Wow, wow. Okay, den Hammer. Oh, das sind doch sehr, sehr viele Gegner. Aladdin, wer kommt dir zur Hilfe? Ich hoffe, wir sind noch nicht zu spät. Weil ich würde eigentlich ungern Paladin wieder verlieren. Aber es ist nur noch einer und dann hieß es ja zur Tiger's Claw zurück. Okay, wir haben ihn. So, dann wollen wir doch jetzt noch mal zu NAV 3 gehen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, da war man noch nicht. Auch wenn es hieß auf einmal, wir sollen zur Tiger's Claw zurück, dass wir das Ziel erreicht hätten. Naja, schauen wir einfach mal. Already visited. Ja, okay. Also waren wir dann schon da. Und laut Musik müssten wir eigentlich das Ziel erreicht haben, alles, was wir erreicht haben sollten. Sehr schön. Aber von diesem Schiff, das hier auf... mit Blau markiert worden ist, habe ich jetzt irgendwie nichts gesehen. Ja. Sehr, sehr seltsam. Jetzt wollte ich schon auf Paladins Ding landen. So, gelandet. Ja, dann schauen wir mal in der Nachbesprechung an, was das jetzt so alles gegeben hat. Das ist auch kein Wunder, dass wir so sauber zurückgekommen sind. Ich meine, da werde ich nichts anderes mehr sagen. Es ist absolut klar. Mission Debriefing. Alright, Maverick, your report, please. We had a rough fight at NAV 2, sir, but we took out Ralaris. And we couldn't get close enough to any other capital ships to target and lock data from them on them, sir. And your numbers show that you bagged 12 good shooting thon. And Paladin backed to good work. Sorry about that, sir. I didn't know what happened to me out there. Now we'll get the information from your cameras and see what we can learn from that. Dismissed.
Ja, aber da muss tatsächlich so ein Schiff gewesen sein. Aber das muss schon vorher irgendwie verschwunden sein. Das muss nur kurz da gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe jedenfalls nichts gesehen. Und ansonsten haben wir ja alles zerstört, was da war. Naja gut, aber die Mission scheint trotzdem geklappt zu haben. Hey Merrick, hier ist Ihr Yoshel. I heard everyone's son had a rough patrol. But the grapevine says that all that Kelrathi activity has no mean there's an installation nearby. If it's not a station we are looking for, it'll be something else that we can grind into the dust. I want you to nail some of the propels for me today, Merrick. For me and Zach. Yeah, okay. Hello, Spirit. Good day, Captain Blair. Have you come here to cheer me up? The Colonel thinks that I'm depressed. It is not so. We live in uncertain times, and I have always known that death walks beside each of us. But if we destroy the Kilrathi fleet and their secret weapon, I will celebrate. I will get very drunk and swear quite loudly and act much like Maniac or Hunter. Ooh. At last for an hour. Or two. Okay. Das will ich sehen. Or maybe not. What if my fiancé were to learn of such behavior? Ja, schade. Okay, dann würde ich auch mal sagen, machen wir ja Schluss. Ich habe überlegt, da wir im neuen System sind, das auf der Karte zu zeigen, aber es hieß hier drauf, dass wir irgendwo im Kilrathi-System sind. Von daher, vielleicht wird es nach der nächsten Mission klarer. Dann wird man das vielleicht erst in der nächsten Mission machen und zeigen, wo wir sind. Naja, schauen wir mal. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.